persönlich? Imagefilm, Gedanken des Schulleiters, P-Seminar, Drehgenehmigung wird hiermit erteilt. Okay. Meine Gedanken zum Gymnasium bei St. Anna. Da muss ich mal überlegen. Das Anna ist für mich Sprachenvielfalt. Latein als Eingangssprache schult das Denken und bereitet besonders gut auf das Erlernen der romanischen Sprachen vor. Salvete puri et puelle. Salve magistra. Im Bereich der dritten Fremdsprachen haben die Schüler dann die Möglichkeit, zwischen Französisch, Griechisch, Italienisch und Spanisch zu wählen. Griechisch ist als Bildungsfach aus der Tradition unserer Schule nicht wegzudenken. Die modernen Fremdsprachen bieten dagegen jedem Schüler unvergessliche Momente, gerade mit ihren Schüleraustauschen, in denen es um das Kennenlernen und Verstehen fremder Kulturen geht, Aufgeschlossenheit, Toleranz, Freundschaft. Das Anna ist für mich Sport. Bei uns am Gymnasium bei St. Anna haben die Schüler eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihren sportlichen Interessen nachzugehen. Neben dem Basissportunterricht können die Schüler auf ein breit gefächertes Zusatzangebot zurückgreifen. Die siebten Klassen fahren ins Skilager und erleben dort sicherlich eine sehr, sehr schöne Woche. Sogar die SMV engagiert sich äußerst stark im Bereich Sport. Sie organisieren Volleyballturniere, Basketballturniere und das große Fußballturnier, das nach den Osterferien beginnt und bis Ende Juli andauert. Das Anna ist für mich eine Schule mit vielfältigem musikalischem Engagement. Obwohl das Gymnasium bei St. Anna nie ein musisches Gymnasium war, hat die Musik hier von Anfang an einen besonderen Stellenwert. Im Unterstufenchor wirken Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 mit. Die Teilnehmer des Mittel- und Oberstufenchors kommen aus den Jahrgangsstufen 8 bis 12 und werden durch einige gesangsfreudige Lehrkräfte unterstützt. Let it shine, let it shine, gonna let it shine. Im Orchester spielen Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen mit. Die Jazz Babies sind ebenfalls seit vielen Jahren eine erfolgreiche Institution am Anna. Mit ihrem lockeren, freien und gelassenen Swing erfreuen sie in vielen Auftritten auch außerhalb des Anna-Gymnasiums. Gut besuchte Konzerte im Sommer in unserer Schule, an Weihnachten in der stimmungsvollen Atmosphäre der schönen St. Anna-Kirche zeigen uns immer wieder, dass die musikalischen Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler und ihre Freude an der Musik im wahrsten Sinne des Wortes Anklang und Beifall finden. Wir freuen uns auch im kommenden Schuljahr auf viele engagierte junge Musiker und Musikerinnen. Das Anna ist für mich die SMV. Die SMV besteht aus Schülern aus unterschiedlichen Jahrgangsstufen, die zusammen Aktionen planen. Für die Unterstufe veranstalten wir einen U-Ball. Es gibt einen Filmnachmittag und die Tutoren, die auch aus der SMV sind, kümmern sich um unsere Fünftklässler. So lernen sie unsere Schule besser kennen und sich auch gegenseitig besser kennen. Für unsere Großen gibt es dann den Anna-Ball einmal im Jahr, gibt es sonst natürlich die Nikolaus-Sektion, die Oster-Sektion, die Weihnachtssektion, die dann wieder unsere ganze Schule betrifft. Die SMV freut sich immer über neue Leute, die Tür steht immer offen und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das Anna ist für mich modern und vielfältig. Als Medienreferenzschule sind wir in beinahe jedem Klassenzimmer mit einem Beamer und einem Medienwagen ausgestattet. Dies ermöglicht einen digital gestützten Unterricht. Der Nachmittag der Ganztagsschule beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen in unserer Mensa. In der offenen Ganztagsschule mit ihrer festen Hausaufgabenzeit bietet das Anna viele Freizeitangebote auf dem gesamten Schulgelände. In der gebundenen Ganztagsklasse werden die Schülerinnen und Schüler bis 16.10 Uhr durch Intensivierung der Kernfächer gefordert und gefördert. Das Anna ist für mich eine quicklebendige Schule,
mit Schülerinnen und Schülern, die interessiert und höflich sind, die sich um ihre Schule kümmern und auf die wir uns hier jeden Tag freuen, mit Lehrkräften, die sich sehr viel einfallen lassen und jedes Jahr ein immenses Angebot auf die Beine stellen, um ihren Schülern und Schülerinnen die Welt zu erklären, mit Eltern, die unsere schulische Arbeit vertrauensvoll begleiten und unterstützen, und mit zwei Vereinen, dem Förderverein und dem ehemaligen Verein, ohne deren Zuwendung wir viele der Aktivitäten hier nicht durchführen könnten. Mit einem Satz: Das Anna ist aus Tradition weltoffen und modern. Wir